Und am Rande des Abgrunds sehen wir uns auch schon wieder bei Let's Play Darksiders. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass diese Chronosphäre dafür da ist, dass wir die jetzt aktivieren, damit der Balken nicht sofort kippt, wenn wir da drauf springen. Und Abflug! Was ist da drinne? Zeig es mir. Eine Karte. Eine Karte. Das ist gut, weil dann wissen wir, wo wir sind und wie groß das Gebiet hier ungefähr ist. Darum ist das gut. Macht Sinn, ne? So, ich denke aber, dass das hier... Momentchen. Wir schauen uns die Karte mal an. Wofür haben wir denn eine Karte, wenn wir uns sie nicht ansehen, ne? Okay. Da links ist der Augenschlüssel. Und da unten ist nochmal eine Spinne und ein ganz langer Gang. Und da hinten ist der Boss, der Endboss. Ich bin der Endgegner. Okay. Habe ich verstanden? Jetzt ist die Frage, müssen wir nochmal in eine Etage höher? Ja, müssen wir höchstwahrscheinlich. Alles klar, dann laufen wir da jetzt nochmal hin. Wir haben ja Zeit und Geld und was auch immer Geld damit zu tun hat. Und nein, ich mache jetzt keinen YouTube-Money-Witz, weil ich kein YouTube-Partner bin und ich verdiene mit meinen Videos absolut gar nichts, außer ein paar glücklichen Gefühlen, weil ich... Ne? Glückliche Gefühle und so. Merkt ihr, wie glücklich ich bin? weil ich Leuten eine Freude mache mit den Videos, die ich mache. So, das wollte ich sagen. Ich bin zu niedrig. Ich bin eine Etage zu niedrig. Verdammt. Klar, ich bin ja gerade eine Etage abgestürzt. Macht Sinn. Dann muss ich natürlich nochmal klettern gehen. Zack. Krieg wird in so einem Klettergarten, wird der voll abgehen. Aber richtig abgehen. Das ist, der ist der geborene Klettermeister. Nicht ganz so schlimm wie Ezio Auditore, aber schon gut. So. Jetzt müssen wir... Jetzt geht's um Timing. Ich sag's gerne nochmal. Das ist keine... Ey, ne, manchmal denke ich echt, dass ich zu dumm zum Leben bin. Echt. Alter. Was wollte das denn jetzt? Holy shit. Eigentlich wollte ich ja auf das Teil drauf springen, aber dann habe ich mir gedacht, nö. Und was auch sehr interessant ist, dass meine Mutter jetzt co-moderiert. Die hat nämlich gerade aus dem Treppenhaus ein lautes, fröhliches Ach nein vernehmen lassen an der Stelle. Als ich gesagt habe, manchmal glaube ich echt, dass ich... Ey, zum zweiten Mal jetzt... Oh. Okay, Leute, es wird heute nichts mehr. Ich kann es eigentlich schon in eine Tonne kloppen. Kein Kommentar. Nein, okay. Mein Leben ist vorbei. Zumindest jetzt gerade. Seelisch bin ich tot. Okay. Wie wäre es mit Spielen statt Sterben? Hab gehört, das ist beim Let's Playen und generell beim Zocken immer eine gute Sache, wenn man möglichst wenig stirbt. Ja, Beheizung LP. Im wahren Leben ist das nicht richtig. Anders, das stimmt. Absolut. So, jetzt bitte nochmal. Aktivieren, springen und darüber fliegen und fallen lassen. Und jetzt... Kippst du auch mal oder so? Hallo? Was ist los? Die Frage ist... Ach so, okay, also wir können... Ich hätte jetzt gedacht, das Teil kippt irgendwann so stark, dass wir da nicht mehr... Okay, geschafft, gut. Dass das dann da runterhängt und wir dann da runterfallen, aber das war nicht der Fall. Und damit haben wir den Schlüssel des Betrachters. Wer hätte es geahnt? Dann nehmen wir doch gerade mal das Teil hier auch zurück. Klingt doch nach einem guten Plan. So, und damit können wir jetzt zurück. Ich denke mal, hier sind wir auch echt fertig. Hier hinten ist auch nichts mehr. Nö, nischt. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt zurück und mit dem Schlüssel des Betrachters können wir dann da um die Ecke und zum nächsten Gebiet vorschreiten. Auf dem eisernen Dach. Ja. Ich muss sagen, ich mag dieses Setting mit den Spinnenweben eigentlich echt gerne. Ich finde, das haben sie echt cool gemacht. Aber die kleinen Spinnen sind nervig. Vor allem, wenn man so wenig... Wege, so kleine Wege hat, wo man so schnell runterfallen kann, wie ich das gerade so
toll demonstriert habe. Yo. Das ist eine fucking Spinne da. Hängt die oben unter der... Die ist unter uns. Na lecker. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier jetzt gleich das Eis zertrümmern werde oder so. Ich sehe das kommen. Aua. Ich mach's gerade auch besser. Ich bin mir sicher, wenn ich mit Chaosfresser hier auf den Boden eintrommel, dann werde ich hier auf jeden Fall das Eis stabiler machen damit. Da bin ich mir fast sicher. Ich hoffe, dass meine Stimme übrigens angenehm ist. Ich hatte im ersten Part ja eine Tonabstimmung gemacht. Ich hatte nach dem zweiten jetzt nicht mehr geguckt, ob es gut ist oder... Au! Lass mich da raus! Oh. So. Nochmal eben die Spinnen hier auseinandernehmen. Und tschüss. So, sehr gut. Alles klar. Das wäre geschafft. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mir das Teil nehmen muss und wieder hier drunter schieben muss. Dann schnappt sich das Viech da oben. Das Licht. Ja, genau. Kennt man ja. So. Feuern wir das da einmal dran und jetzt... Okay, die Spinne ist gerade auf den Boden gefallen. Das heißt... was heißt das? Was heißt das? Aha. Muss ich die Spinne töten? Wenn ja, dann mache ich das jetzt so, dass ich... Boah, ich hab so Angst, dass die jetzt gerade hier rumkommt und mir dann voll in den Rücken fällt, ne? Alter Schwede. So, jetzt geht die Spinne wieder ab. Jetzt gehe ich da wieder runter und mache da unten voll Terror bei dem Viech. Wie auch immer das jetzt wieder in die Mitte gekommen ist. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. So, hier wieder rüber und wieder das Teil kaputt machen. Okay. Die Spinne ist weg, oder was? Wie darf ich mir das denn jetzt vorstellen? Was ist denn jetzt passiert? Mache ich dem Viech in irgendeiner Art und Weise Schaden? Ich weiß es nicht. Mache ich dem Viech Schaden? Hallo? Ich meine, was soll ich sonst machen? Ich kann mich an dem Block auch nicht festhalten, so wie es bei anderen Blöcken der Fall war. Also muss ich ja irgendwie nach unten. Aber ich habe gerade echt keine Ahnung, was mir das bringt, hier die Spinne die ganze Zeit runterzuhauen. Oh, Männchen mal. Oh. Oh, ich glaube, ich habe gerade was entdeckt. Ich glaube, ich habe gerade was entdeckt. Ich glaube, ich habe gerade verstanden, was ich machen muss. Da ist nämlich an der Seite nochmal so ein Teil zum Klettern. Deswegen könnte ich mir vielleicht vorstellen... So, jetzt haut das Teil da drauf. Die Spinne fällt nach unten, liegt auf dem Boden. Ich denke mal, wenn ich hier an der Seite ansonsten lang gegangen wäre, dass die... Ja, genau das habe ich nämlich erwartet. So, dass die Spinne das irgendwie unterbunden hätte. Und dass ich deswegen nicht durchgekommen wäre. Jetzt komme ich aber hier durch, weil die Spinne halt auf dem Boden lag. Ja, gut, okay. Rätsel gelöst, wenn auch ein bisschen gedauert. Hier geht's nicht lang. Das heißt, wir müssen hier raus. Und da vorne kommt was auch immer. Was bist du denn für ein Vieh? Ja, ja. Ja, ja, macht ihr immer. Kommt her. Könnt mich mal gern haben. Ich hab euch nämlich auch gern. So.
So, so, so. Und so, so, so. Und so, so, so. Und du bist schon tot. Was ist denn da los? Hä? Wo kommt er denn jetzt her? Warum so einfach, wenn es auch kompliziert geht? Haha! Und wir haben damit das Siegel deaktiviert, weil wir voll Terror gemacht haben. Und das hat gut funktioniert. Gut. Hier können wir noch hoch, ne? Die Frage ist, wo kommen wir dann hin? Diese Frage können wir aber erst beantworten, wenn wir es versucht haben, hier hochzukommen. Deswegen machen wir das. Ja. Ich hätte gern da hinten das Siegel. Jawohl. Artefakten. Soldat-Artefakt. Artefakten-Soldat, wollte ich gerade sagen. Frag mich nicht. Mehr Spinnen. Und explodierende Totenköpfe. Oh, oh. Nein, nein. So, was passiert, wenn ich das drücke? Ich probiere das immer aus. Ich überlege mir gar nicht, wie der Raum aussieht. Dann hi. Kann ich dich hier wieder runterfahren? Ja. Okay. Fahren wir dich erstmal nochmal runter. Oder fährst du jetzt wieder hoch? Nee, okay. Und Abflug. Ja, ihr habt richtig erkannt, ich will euch angreifen. Wow, drei auf einen Schlag. Sehr schön. Okay, wir können nicht alle auswählen. Und jetzt kommt ihr rüber. Was? Die können auch springen? Au, okay. Springspinne. Auch schön. Und tschüss. Ey, der Schlag, ne? Dieser langsame Schlag, ey, das ist unglaublich, was der, wie weit der die Viecher schleudert, ey. Sehr, oh. Okay. Ich glaube, ich habe soeben schon verstanden, was ich machen muss. Aber bevor wir das machen, zerstöre ich alle nervigen Spinnen. Hi, wie seid ihr denn da lang gekommen? Warum seid ihr denn nicht einfach die Wand da hochgeklettert? Matsch. Und jawoll. Alles klar. Wir müssen wahrscheinlich das Teil da hochpacken und dann ja, auf die Entfernung. Aber wofür? Die Plattform hier? Können wir nicht hoch machen oder was? Au! Oh. Was bist du denn für ein Viech? What the fuck? Okay, ich bin dran vorbeigekommen! Nein! Doofes Ding. Aha, genau das hatte ich nämlich gesucht. Hallöchen. Erstmal explodieren, bevor ich mich hier gleich zu Tode erschrecke. Also wir müssen wahrscheinlich das Teil hier irgendwie rüberkriegen. Und dann das da oben freibomben. Okay. Machen wir, aber machen wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich nämlich fürs Zusehen. Es ist schon wieder soweit. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Darksiders. Auf dem eisernen Dach mit ganz vielen Spinnen. Yippie. Danke fürs Zusehen und tschö, tschö.